Das ist fast unmöglich, wenn einem diese Massen von Bienen die Sicht versperren. Dazu kommt der enorme Schmerz. Man wird überall gestochen. Instinktiv rollt man sich zu einer Kugel zusammen und hofft, dass sie aufhören, wenn man das Gesicht bedeckt. Aber Bienen hören nicht auf. Sie umschwirren das Opfer, von dem die Pheromone ausgehen, und stechen überall, wo sie Platz finden. Mein ganzes Gesicht war von Bienen bedeckt. Ich konnte nichts sehen. Es fühlte sich an wie hunderte Nadelstiche. Jede Biene injizierte eine kleine Menge Gift in seinen Körper. Afrikanisierte Hybridbienen haben zwar weniger Gift als nordamerikanische, aber da es so viele waren, haben sie eine starke Vergiftung verursacht. Die zerstörerische Flüssigkeit durchflutete seinen Körper. Sobald sich eine Biene nach dem Stich entfernt, reißt die Giftdrüse ab und bleibt in der Haut stecken. Die Drüse pumpt weiter Gift in den Körper, bis sie leer ist. Das dauert 15 bis 30 Sekunden. Es ist, als ob mit Injektionsnadeln eine kleine Menge Gift in sehr viele Stellen unter die Haut gespritzt wird. Zum Glück hatte er zunächst keine anaphylaktische Reaktion auf die Stiche. Allergiker können nämlich unmittelbar nach den Stichen einen anaphylaktischen Schock erleiden. Das ist lebensbedrohlich. Wenn man nicht sofort behandelt wird, kann man daran sterben. Irgendwann dachte ich, die Bienen gewinnen und das war's dann. Damit mich die Retter finden, musste ich 1,20 Meter nach oben klettern. Auf Händen und Knien bin ich raufgekrochen. Ich wollte einfach nur von den Bienen weg, und als das nicht ging, war mir klar, dass ich was anderes probieren muss. Wenn sie von Dutzenden Bienen gestochen wurden, denken viele genau wie Micah Diot: Es ist aus. Und dann ändert sich etwas in ihrem Körper. Ein Nervenimpuls im Gehirn des Opfers regt die Nebenniere an, Adrenalin auszuschütten. Das Blut zirkuliert schneller durch den Körper. Die Muskeln werden besser mit Blut und Sauerstoff versorgt. Dadurch kann der Betroffene schneller laufen und länger kämpfen. Und in diesem Notfallmodus denkt das Gehirn: Was kann ich jetzt noch machen? Ich fand mein Handy, öffnete kurz meine Augen und wählte die Notrufnummer. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich geschrien habe. Ich denke, dass dabei immer noch Mengen von Adrenalin ausgeschüttet wurden. Ich wollte so nah wie möglich an die Straße, die wir gebaut hatten, damit die Feuerwehr an mich rankommt. Nachdem ich den Notruf abgesetzt hatte, war mein Körper von den Bienenstichen und den Schwellungen völlig taub. Von da an fühlte ich nichts mehr. Dass man die ersten Stiche spürt und danach nichts mehr, stimmt mit den Beschreibungen für ein massives Schmerzsyndrom überein. Nach dem ersten Stich können die Schmerzfasern in diesem Bereich desensibilisiert werden. Weitere werden kaum noch registriert, denn die Schmerzfasern sind maximal stimuliert. So war es wahrscheinlich bei ihm. Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie mich nur sehen, weil ich eine grüne Sicherheitsweste anhatte. Ich hob meinen Kopf und sagte: Ich lebe noch, holt mich hier raus. Es dauerte ungefähr eine halbe Minute, die Bienen wegzusprühen. Sie schleppten mich zu ihrem Wagen und setzten mir sofort eine Infusion. Sie fragten, ob mich auch eine Biene in die Gurgel gestochen hätte. Dadurch kann man ersticken. Diese Bienen haben die Tendenz, in den geöffneten Mund zu fliegen. Sie stechen in die Mundhöhle, und wenn die Schwellung zu stark ist, wird die Luftaufnahme behindert. Man bekommt Atemnot und wird eventuell bewusstlos. Die Feuerwehrmänner waren ziemlich schockiert, als sie mich sahen. Besonders von meinem Gesicht, weil es so aufgedunsen war. Und ich fragte: Ist es schlimm? Keine Antwort.
Die Feuerwehrmänner sahen, wie die Schwellung fortschritt. Ursache war eine Kombination des injizierten Gifts und einer lokalen Reaktion, die sich an jeder Einstichstelle zeigte. Gewebeflüssigkeit sammelte sich um die Einstichstellen und deswegen waren sein Gesicht, die Arme und Beine so geschwollen. Am nächsten Morgen sollte ich nochmal untersucht werden, aber dann meinte der Arzt, es scheint alles in Ordnung zu sein. Und ich sagte, toll, dann kann ich ja gehen. Bei ihm hat sich die Verteilung des Giftes verzögert, weil es unter der Haut vom Blutstrom nicht sofort aufgenommen wird. Es wird erst später zu den verschiedenen Körperorganen transportiert. Am nächsten Tag wollte ich mit dem Firmenlaster vom Hof fahren, als ich einen Krampf in der linken Körperhälfte verspürte. Zu Hause sagte ich meiner Frau, dass ich nochmal ins Krankenhaus muss. Zu dem Arzt, der mich zuerst behandelt hatte. Das Bienengift dient dazu, Feinde abzuwehren. Das Gift von Spinnen oder Schlangen hingegen enthält Enzyme, die das Gewebe um die Bissstelle aufweichen. Damit beginnt die Zersetzung der Beute. Bei Bienen ist das anders. Sie wollen mit dem Stich andere von ihrem Stock vertreiben. Wir kamen wieder ins Krankenhaus und der Arzt, der mich betreute, fragte, ob mein Rücken auf Druck wehtut. Als ich ja sagte, meinte er, wahrscheinlich haben Sie eine Rhabdomyolyse. Das Gift wird mit dem Blutstrom zu den Muskeln transportiert. Wenn es dort ankommt, folgt eine Reaktion. Die Muskeln werden zum Reißen oder Platzen gebracht. Bei diesem Vorgang schicken die Muskeln ein bestimmtes Protein in den Blutkreislauf. Wenn es durch die Nieren fließt, wird dieses Enzym aus dem Blut herausgefiltert. Und sobald das Protein von den Nieren gefiltert ist, setzt es sich dort in den Kanälchen ab. Dadurch entstehen Probleme in diesem Organ. Die Nieren versuchen, das Protein aus dem Blut zu lösen, damit es nicht zu dickflüssig wird. Natürlich verfolgen die Bienen mit ihrer Verteidigungstechnik nicht das Ziel, mit ihrem Gift menschliche Muskelzellen zu zerstören. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass mein Enzymlevel einen Wert von 14.000 hatte. Normal sind 200 bis 300. Sie hatten Angst, dass mein Herz, das ja ein Muskel ist, zu schlagen aufhört. Der Schaden, den das Gift in den Muskeln von Armen und Beinen anrichtet, kann auch den Herzmuskel betreffen. Der Blutdruck kann abfallen. Dabei erhöht sich die Herzfrequenz, um mehr Blut zu pumpen. Denn das Herz pumpt nicht mehr mit normaler Kraft. Das geschieht als Reaktion auf das Gift. Nach dem fünften Tag war mein Enzymlevel wieder so niedrig, dass sie mich vom Herzmonitor trennen konnten. Ich habe von Menschen gehört, die von Bienen getötet worden sind. Ich bin froh, es überlebt zu haben. Es war nur Pech, gestochen zu werden.